Grüß euch, hier ist Ina. Ich musste unbedingt mal wieder in den Wald. Ich habe so viel am Computer gesessen und zwar höchste Zeit. Aber wie ich an meinen Platz gekommen bin, habe ich gesehen, da habe ich heute noch ganz schön viel Arbeit, weil hier wurde Feuer gemacht und die Feuerstelle sieht nicht mehr schön aus. Also da habe ich noch was zu tun heute. Auf jeden Fall habe ich hier schon meinen Kanister stehen. Weil hier gibt es leider keine Quelle hier direkt um die Ecke. Man muss da schon eine halbe Stunde gehen oder 20 Minuten. Und das habe ich mir erspart. Ja, und ansonsten habe ich schon mein Zelt aufgebaut. Ich schlafe heute unterm Zelt, weil es regnet. Und mal gucken, ob ich trockenes Holz finde. Aber ich denke schon. Bis nachher. Ciao. Hallo, grüß euch, hier ist Ina. Also ich bin ganz schön aus der Puste. Ich mache ja heute mein Lagerfeuer für mich alleine. Und ich habe jetzt über eine Stunde Holz gesammelt. Also ich habe keine Axt dabei und auch keine Säge, sondern ich sammle das einfach so, was so runtergefallen ist, beziehungsweise was noch trocken im Geäst hängt. Und ich habe es hier ein bisschen sortiert, kleiner und größer und ganz groß. Und ich hoffe, dass hier dieser Stamm wenigstens noch bis heute Nacht reicht. Also Holz brennt sehr schnell weg. Das glaubt man gar nicht. Aber ich habe die Erfahrung. Und naja, ich gehe auch nicht so spät schlafen. Und hier habe ich noch was Tolles gefunden. Das ist von der Birke. Ja, der Ast ist ziemlich leicht, also ganz trocken. Und das Geniale ist hier diese Birkenrinde, die nehme ich nachher, um Feuer anzuzünden. Da ist sowas drin wie Terpentin und das brennt super. Ja, jetzt mache ich mal noch ein bisschen weiter, werde jetzt mal das Feuer aufstellen und dann gibt es den nächsten Einblick. Ja, hier ist Ina. Ich habe jetzt also mein Feuer aufgebaut. Schaut her. Innen drin, ich weiß nicht, ob man sieht, da habe ich die Birkenrinde drin und dann hier, das ist so das trockene Unterholz, also abgestorbene kleine Ästchen von den Fichten. Die brennen nämlich sehr gut und jetzt habe ich die Hölzer, also das ist Buchenholz, trockenes, habe ich hier aufgeschichtet, so wie eine Art Tipi. Könnt ihr das sehen? Und warum habe ich da die größeren Hölzer drumherum gelegt? Das ist ganz einfach zu erklären. Es hat vorhin ja geregnet und damit die Hölzer ein bisschen antrocknen. Innen drin sind sie sowieso trocken, aber außen eben noch nett und durch die Wärme verdunstet dann auch das Wasser und dann brennt das Feuer nachher besser. Ja, bis nachher. Ja, ich glaube, es hat geklappt. Haha. Ja, die Birkenrinde, die brennt jetzt schon mal gut. Und dann kommen die trockenen Ästchen von der Fichte dran und dann geht es weiter mit den Buchenästchen. Und nachher haben wir ein wunderbares Feuer. Freue mich schon. Juhu, es wird, guckt. Es brennt von innen raus und die anderen Hölzer werden in der Zwischenzeit trocken. Und das ist super.